Hallo Leute, ja, es geht weiter mit Final Fantasy 2. Ich habe das Gefühl, ich werde langsam krank. Mein Hals tut langsam so ein bisschen weh. Ja, vielleicht wird sich das auch ändern. Also, ich habe da noch einiges getan. Ich habe dann LP auf 2000 gemacht. In der Komplettlösung steht, man muss es auf 700 machen, also wenn man will. Ich habe auf 2000 gemacht. MP hatte jetzt seine maximale Stufe erreicht, 999.000. So viel geht bei ihm. Und Ausrüstung ist immer noch gleich geblieben, außer die Goldrüstung. Die Goldrüstung habe ich von diesen Monstern, welche Monster waren das denn wieder? Welche Monster? Zahnritter, das waren, ah ja, die habe ich auch getroffen. Wildrino, Giftkröte. Vampiren, Goblin, ja, wo ist der? Dem hier. Von ihm kriegt man die Goldrüstung, Fluggrimoire und Froschgrimoire. Von den Fluchen Froschgrimoire habe ich nichts bekommen, aber nur die Goldrüstung für zwei Leute. Die haben momentan der hier und der hier. Der wird sowieso bald verschwinden. War in der Renaissance-Modus. Spiel mal mit den Charakteren, die sterben. Es sind insgesamt vier Charaktere. Menu, Scott, der im Bett lag. Ich weiß nicht, wie man den ausrüsten soll, aber der ist gestorben. Aber den spielt man dann in Renaissance-Modus. Richard und Josef. Also Menu wird als nächstes, danach kommt Josef, dann Richard und danach ist vorbei. Danach kann man eigentlich nochmal weiterspielen. Andere Charaktere, die man einfach hier bekommen kann, kann man einfach in die Tonne treten, weil die haben nichts im späteren Spielverlauf zu tun, außer diese vier im Renaissance-Modus. Und ja, was soll ich noch? Magie. Ihr seht, ich habe ein paar Magie gelöscht, wie Starr und Blind, weil ich brauche, später kriege ich die Magie Hast, Aura und noch andere Zauber. Sie muss hier ein bisschen Platz machen. Und Beam habe ich auch gelevelt. Ein Tipp für die Leute, die aus nachspielen. Vita könnt ihr mit Beam leicht aufladen. Ihr steht hier also in der Stadt. Ihr seid hier in der Stadt dann. Ihr setzt Beam ein. Ihr landet im Weltmodus. Aber dabei verliert ihr sehr viel LP. Macht das so viel, so lange wie ihr wollt. Ihr werdet sowieso davon nicht sterben. Und irgendwann habt ihr Beam aufgeheilt. Und danach heilt euch noch mit Vita zusammen. Und danach habt ihr, wie ihr, wie ich, Elf Vita und so weiter. Bei ihm habe ich auch alle auf Stufe 6 gemacht, ein bisschen erhöht, und habe ihn nach Toxicum Blitz beigebracht und die anderen Zauber wie Angst und was er noch hatte, habe ich gelöscht, weil ich sehe keinen Sinn in diesen Zaubern. Er braucht wenigstens irgendeinen Angriffszauber, sonst kann er nichts beim Gegner machen. Blitz, Toxicum, einzige. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind jetzt sehr stark. Jetzt gehen wir mal in die Stadt, also nicht ins Inn. Warum gehe ich immer automatisch ins Inn? Zur Königin. Ach, diese Musik immer so königlich, immer so geil. Auch der Imperator musste in der Schlacht um Finn große Verluste hingenommen. Deswegen ist es ein Unerfüllt schnellstmöglich. Ja, du sagst immer das Gleiche. Mithril. Das Mithril, nun können wir endlich unsere Soldaten mit Waffen und Rüstungen ausstatten und der kaiserlichen Armee der ihnen die Stirn bieten. Bringt das Mithril zu Tobol, er wird sich freuen. Okay, Tobol haben wir schon kennengelernt, das ist der Schmied im Waffenladen, also in den Schwertwaffenladen. Oh, ich mag die Musik im, also in Rebellenversteck. Tobol, lass einen armen alten Mann seinen Frieden. Oh, lass mich in Frieden. Hier. Hossa, wenn das nicht das sagengewobene Mithril ist. Wie lange habe ich darauf gewartet, diese Edelmetall schlagen und formen zu dürfen? Überlasst den Rest mir. Im Nun werde ich euch die besten Waffen und Rüstung schmieden. Ach ja, ich habe auch was anderes rausgefunden. Die Karte. Ich weiß, wie man die Karte öffnen wird. Yeah. Der Ladenbesitzer hat noch einen Angestellten eingestellt. Geschmiedeten Schwerter und Rüstung könnt ihr hier im Laden kaufen. Danke für die Info, Kerl. Bei ihm könnt ihr jetzt Mithril-Ausrüstung kaufen. Aber wie ihr seht, nichts Besonderes. Kann ich die Karte hier schon öffnen? Nein, nur im Weltmodus. Okay. Dann zeige ich euch gleich, wie ich die Karte öffne. Mithril-Helm, Mithril-Rüstung, Mithril-Handschuhe kann man gebrauchen. Wieso brauchen die das nicht? Ach ja, die anderen habe ich Silberharnisch geholt, dafür bin ich in Barfuß gegangen, unser nächstes Ziel, und habe auch Medica den Zauber geholt. Ach, ich habe so viel gemacht.
Medik habe ich geholt. Man kann auch andere Zauber holen wie Angst und so, aber ich habe Medik geholt, das kalt. Unsere Zustandsveränderung, die kann man immer gebrauchen. Und Silberhandschuhe habe ich auch geholt. Ja, jetzt mal rüsten. Mithril-Handschuhe. Hey! Mithril-Handschuhe. Und Goldrüstung kann man sowieso später im Spiel kaufen, also ist kein Problem dann. Okay, jetzt müssen wir unser nächstes Ziel erfahren. In diesen 5 Minuten habe ich sehr viel erzählt. Wieso gehe ich immer ins verdammte Inn, verdammte Kacke? Ach, die Musik ist geil. Okay, waren die schon davor da? Drehen wir mal. Der Dunkelritter, unter dessen Leitung der Zerstörer fertiggestellt werden sollte, scheint ein äußerst fähiger Befehlshaber zu sein. Wir können von Glück sagen, dass er nun mit anderen Aufgaben betraut ist. Wir müssen die Gunst der Stunde nutzen. Reist nach Bafus und verhindert die Fertigstellung des Zerstörers. Ein Verbündeter in Bafus hat einen geheimen Durchgang ausfindig gemacht, der direkt zum Zerstörer führt. Zerstört das Luftschiff, bevor es zu spät ist. Oder sabotiert zumindest seine Fertigstellung. Ich glaube fest an den Erfolg eurer Mission. Okay, nach Bafusk. Es gibt 2 Wege. Man kann den langen Weg nehmen. Oder man fliegt mit Sid. Aber erstmal hier. Man muss Select B gleichzeitig drücken, lieber 1. Und Bafusk ist da. Wir sind... Altair. Hier, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber das schaffen wir schon. Ach ja, ich habe euch gar nicht gezeigt, wie mein Status gerade momentan aussieht. So, so und so. Ich weiß, erbärmlich, aber wenigstens etwas. Okay, jetzt nach rechts. Ich glaube, im Fluss kommt keine Zufallskämpfe wie bei 1. Jetzt. Oh. Jetzt müssen wir nach Palum. Na, Poft. Ja, wir machen's. Bis jetzt 2 Kämpfe muss ich schneiden. Ich trinke mal ein bisschen Cola, mein Hals ist trocken. Mein Hals. Und das ist Luftschiff. Ach, hier waren ja schon. Jetzt können wir den kürzere Abweg. Zit, Hilfe. Zit ist mein Chef. Er ist der größte Luftschiffkapitän, der die Welt gesehen hat. Er ist auch der Einzige. Der bringt euch an jeden Ort dieser Welt. Vorausgesetzt, ihr könnt euch so einen Flug auch leisten. Wir können nach Kashion, das ist unser nächstes Ziel, nach Bafusk. Aber erstmal, wir wollen nach Bafusk. Okay. EZ haben wir schon angesprochen wegen vielen Sachen. Okay. Jetzt fliegt er uns nach Bafusk. Das ist hier. Und das war der Zerstörer. Das war das Riesenviech. Okay. Hier gehört zu den Rebellen, die unter Prinzessin Hilda dienen, richtig? Bitte zerstört das große Luftschiff. Um in das Innere des Zerstörers zu gelangen, benötigt ihr einen Pass. Mit diesen Burgen als Vorausgesetzten sind wir echt gestraft. Warum sollen wir dem helfen, die Karriereleiter aufzusteigen? Zu einem Dreck. Also, man kann hier Waffen holen. Hier habe ich Silberharnisch schon alles geholt. Für die Leute, die sich interessieren, Waffen kann ich auch zeigen, wenn ich schon dabei bin. Hier, Waffen. Das gleiche wie bei Finn, man kann die Soldaten ansprechen, wenn ihr wollt, dann kämpft ihr jetzt sofort gegen die. Wir wurden versklavt und werden von Borgen tyrannisiert. Wie ich es hasse, für diesen kleinen, karierten Neuartigen zu arbeiten. Der Dunkelritter soll hier vorher das Sagen gehabt haben, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Faules Pack, arbeiten sollt ihr, elende Nichtsnutze. Je schneller der Zerstörer gebaut ist, desto schneller werde ich befördert. Du dreckige Ratte, du hast dein eigenes Dorf, dein eigenes Land verraten. Niederträchtiges Miststück. Ah, Kirche. Okay, was kann ich dann für Items kaufen? Ach, das sind sowieso immer die gleichen. Warum gucke ich denn nach? Gehst du aus dem Weg? Danke. Ach ja, Zauber.
Muss ich auch noch zeigen, ist ja wichtig. Angst, Medikus, Medica, stumm. Ich habe die alle geholt, aber Medica habe ich als einzige gemacht, weil es ist nützlich. Der Dunkelritter wurde von Graf Borgen abgelöst. Unter dem Dunkelritter war die Arbeit eine wahre Tortur. Aber unter Borgen zu dienen ist ein Genuss. Wie so ein Trottel es zum Befehlshaber der imperialen Streitkräfte bringen konnte, frage ich mich. Ups, das habt ihr gerade nicht gehört. Wildrose. Ah, Verbündete. Konnte bis vor kurzem nicht frei agieren, weil der Dunkelritter mir sonst auf die Schliche gekommen wäre. Borgen ist viel zu sehr auf seine Karriere fixiert, als dass er sie gescheit kommandieren könnte. Prüfen, Zerstörer. Ihr seid also gekommen, um den Bau des Zerstörers zu sabotieren. Mir könnt ihr sagen, ich bin ein Freund. Dort drüben gibt es einen Eingang zur Kanalisation. Sie wird euch zum Zerstörer führen. Seid vorsichtig. Wir sollten nicht zusammen gesehen werden, sonst schafft noch jemand Verdacht. Also viel Glück, Freunde. Okay. Yay. HP von Minio ist gestiegen. Okay, ich zeige euch in diesem Kampf mal den kurzen Zauber Beam. Wie mächtig der ist. Weil der kann sofort, wie ich erzählt habe, Bann und Beam können Endgegner sofort töten. Und Monster auch. Ja, wie ich jetzt gesagt habe. Das ging schnell. Langschwert brauche ich nicht. Haben wir dann auch geklärt. Habe ich dann auch. Okay. Ach du Scheiße, er hat bald 6000. Und der Endboss hat 15.000, also habe ich gute Chancen. Haben wir dann auch geklärt. Es ist immer wieder lustig zu sehen, wie die Gegner versuchen, mich zu töten. Obwohl sie wissen, dass sie gar keine Chance gegen mich haben. Ich bin so ein Sadist. Langbogen. Dann haben wir das Auge geklärt. Warte, gibt's da keine Schätze? Zombie? Okay. Oh. Ich mach einfach mal Engel auf beide, die müssten eigentlich sterben. Wenn nicht, mache ich noch Beam und dann Angriff und Angriff. Ach, okay, die sterben jetzt schon, würde ich mal sagen. Ja, die sind tot. Okay, da gibt's nichts im Norden. Nur so eine Sackgasse. HP von Minio ist aufgestiegen. Gut, gut. Okay. Es ist immer wieder putzig, wie die Gegner versuchen, mich zu töten. Okay, Bossfight. Es ist vollbracht. Der Zerstörer ist fertig gebaut. Ey, der sieht aus wie Leon. Ich habe aus dem Hintergrund operiert und den Bau dirigiert. Eure Mühe war vergebens. Kapitulation ist eure einzige Alternative. Überlegt es euch. Wir werden uns wiedersehen. Jetzt kommt der Borgen oder was? Hehehehe, ihr seid ja so doof. Sowas von doof. Halt die Fresse, du verdammtes Schwein. Oh nein, Zerstörer wurde gebaut. Sieht das wie ein Riesenkopf. Oh, ich. Ey, der sieht aus wie ein Frosch. Das sind beide Augen und ein Froschmund. War das mit Absicht oder sehe ich da gerade nur was? Okay. Wohin willst du? Passe halten. Hey. Okay. Und damit kommen wir raus. Richtig. Also, man kann jetzt
Ich zeige euch das mal. Wir sind jetzt hier. Man kann jetzt auch so rumgehen, damit man irgendwann wieder ein Altär da ist. Aber das muss ich euch nicht zeigen, das ist nichts Interessantes. Deswegen sehen wir uns in Altair wieder. Bis zum nächsten Mal.